Wir haben den ersten Dungeon Run geschafft. Meine Herren, war das spannend. Und jetzt zur Entspannung spielen wir da nochmal einmal Kartenchaos. Yogg-Saron sucht den Superdiener. sieht einladend aus. Ich habe Yogg-Saron, das kam auch raus, während ich nicht gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie der richtig funktioniert oder was hier überhaupt funktioniert. Gucken, was der Tipp hier uns vielleicht weiterbringt, weiterhilft. Helft Yogg-Saron, einen Diener zu finden. Euer Deck steckt voller potenzieller Kandidaten, die beim Ausspielen einen zufälligen Zauber auf ein zufälliges Ziel wirken. Aber nach welchem... Also Diener... Potenzielle Diener, die beim Ausspielen einen Zauber wirken. What? Wie? Ich verstehe das nicht. Hä, ich baue nicht mal ein Deck? Jasmin verabschiedet sich gerade aus dem Twitch-Chat, muss morgen früh raus. Ja, dann schlaf gut und vielen Dank nochmal. Schön, dass du dabei warst. Und dein verschenktes Abo an Onkel Erika, es war sehr, sehr nett. Von daher, schlaf gut und bis zum nächsten Mal, Jasmin. So, was haben wir denn hier? Erstmal zwei günstige Karten, das ist schon immer ganz gut. Teufelshund von Lakari. Wer hat zwei zu viel? Was? Wirkt am Ende eures Zuges ein Zauber aus eurem Deck. Zufällige Zielauswahl. Fangen wir mal mit dem billigen an. Ich nehme ein Buch. Was ist denn hier für ein Geheimnis? Warum hat überhaupt ein Geheimnis? Was ist denn hier los? Wer ist er überhaupt? Was soll das alles? Zieht eine Karte. Ach, man kriegt hier erstmal Geheimnisse. Wenn ein Feind einen Helden angreift, ruft ein Diener der 3 Kosten als neues Ziel herbei. Aha. Das ist einfach nur so ein Zufallskartenchaos. Also wirklich mal Kartenchaos. Ich mache einfach nur Quatsch die ganze Zeit. Kriegen wir immer die gleichen? Ruft 2 Welblinge 1-1 dabei, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Erstmal schön Spott auspacken. Was? Wo kam das denn her? Wo kam denn jetzt gerade? Das ist immer irgendwelches. Noch mal irgendein Spell. Ich dachte, okay. Au. What? Okay, also irgendein Spell. Das war jetzt wohl Zufall, dass wir den gleichen bekommen haben. Mich schon gewundert. Fügt eurem Helden jetzt mal 5 Schaden zu. Au, was ist passiert? Wenn ihr einen Diener herbeigerufen habt. Will ich gar nicht vernichten, ehrlich gesagt. Todesröcheln. Er hat einen zufälligen Diener mit Todesröcheln auf die Hand. Nein! Trifft natürlich auch genau den. Fucking hell. Blutkönigin Lanafell.
Aha. Ey, warum schießt ihr denn immer auf meine eigenen? Hör doch mal auf damit. Das ist doch Schwachsinn auch. Ach, Eile mit Weile. Schnauze mit Plauze. Ich kann eure Schmerzen lindern. Was ist denn damit passiert? Ach, das geht, wenn ihr ein... Ab unter die Erde! Das war's. Meine Hand ist zu voll. Der macht aber irgendwie auch nicht die geilen Sachen. Und hat einfach unglaublich beschissene Karten. Ich habe wie cool der Lebensentzug Blätter. Aussieht. Macht eure Gatte. Komm! Gut gespielt. Das musste sein. Was? Was ist hier für lila Spermien, die hier alles vollsauen? Kampfschrein Todesrechner rekrutiert ein Wildtier. Oh Mann. Habe ich irgendeinen Drachen auf der Hand? So viele Möglichkeiten. Zwar vernichten, aber das kriege ich auch wieder immerhin. Was? Ja, natürlich kriegt er das, dass er es wieder rufen kann, so ein Quatsch. So ein Schwachsinn. Da wäre ich ihn endlich los. Aber ist auch doof, er hat erst das, aber für die Runde halt nicht. Ein Quatsch. Schüttet alle Dämonen aus der Hand. Das wäre also der immerhin. Wenn kein. Das weiß ich doch nicht. Ewige Knechtschaft, was? Vielleicht ein Dämon plus 1 plus 1. Was ist das andere? Das war es mit der Knechtschaft. Hier kommt was? Ich sehe es ja überhaupt nicht mal, was da gecastet wird. Warum? Wo? 5, 9, was? Warum? Ach so, ist automatisch. Schnauze! Ich bin überfordert. Wohin geht die Dunkelbombe? Die Dunkelbombe trifft. Danke, endlich wird auch mein Gegner getroffen. Aber warum ist er denn hier?
Verderbnis, totale Macht. Was macht der? Was? 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 Wirkt ein Zugangsaufs in der Karte beim Zauber. Was? Tod aus den Schatten! Was? Den HP haben wir noch. Ich frage mich, ob... Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand +2/+2, nachdem ein Gegner und Diener... Ich bin jetzt ziemlich schnell tot. Der kriegt natürlich so einen Scheiß. Ich muss einfach mal billige Minions eigentlich ausspielen und gucken und hoffen, dass ich geile Zauber kriege. Wirkt am Ende eures Zuges einen Zauber aus eurem Deck. Ich frage mich, ob. Jetzt cast einfach was Geiles. Im Namen des Lichts. Ja, super. Ja, genau! Gib ihm +3/+3. Warum denn nicht mir? Warum denn nicht? Nein. Warum friert er nicht den eigenen ein? Warum spielt er überhaupt? Was ist denn hier überhaupt los? Wirkt ein zufälliger Zauber, ja. Das kann auch total schief gehen. Dass er irgendwie. Der macht halt totalen Quatsch. Eigentlich könnte er jetzt voll auf die Fresse kriegen. Mit seinen zufälligen Zaubern. Oder auch wenn er was ausspielt, hätte er jetzt eigentlich schon gewonnen, aber er will halt noch ein paar Sachen sehen. Hat er gerade einen losgeworden. Was macht er jetzt? Der will nicht gewinnen, ist ihm nicht mehr wichtig. Mich hat noch nie jemand besiegt. Warum macht er das auf jemanden, der nicht mehr angreifen kann? Warum ist jetzt Mal'Ganis da? Der hat so ein Glück, dass da kein Spell. Und natürlich kriegt er auch Mal'Ganis und kriegt +2/+2 auf den. Der hat gerade alles verkackt, was man verkacken kann mit seinen Aktionen. Der hätte eigentlich verdientermaßen voll auf die Nase kriegen sollen. Der hätte einfach das Spiel ja gewinnen können. Braucht er gar nicht auf Charge hoffen. Und durch mit dem Mal'Ganis, wäre es nicht der Mal'Ganis gewonnen. Na, das ist Smagen, Smugen.
Was weiß ich. Brauche billige Minions. Und dann brauchen wir ein bisschen Glück. Ich habe zwischendurch so einen Quatsch gemacht mit den Zaubern. Das ist mal ein echtes Kartenchaos. Gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Lasst die Jagd beginnen. Kriege ich mal ein bisschen billigere Minions vielleicht? Damit hier mal ein bisschen Action passiert. Nee. Was ist denn das? Painhouse meint, jetzt weiß ich wieder, warum ich aufgehört habe mit Hearthstone. Das war ja gar nicht so, dass ich irgendwie so random gehasst habe. Das war eine Zeitsache eher. Was ist denn? Ruft Ratten herbei. Die spricht der Angriff dieses Dieners. Gott, ist schon giftig. Das sieht auch geil aus. Für ein 1-1. Tasch. Hey, Grüße. Genau! Genau! Das ist, warum hat er denn. Was? Was? Das habe ich ja bestimmt falsch gelesen. Oh ja, sie werden jetzt mir dienen. Ja, genau, beim. Was macht er denn? Anderen Max, ja. Meine den ganzen anderen Max. Möge meine Vorfahren über mich anrufen. Wie ist. Wo? Meine Runde habe ich doch schon beendet. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Warum kriegt ihr denn noch ständig Karten und Zeug? Was? Warum kriegt ihr denn irgendwas? Immerhin mal was Gutes, ja.
Oh. Na! Komm her, kleines Käschen. Quatsch! Wie gemein ist das denn? Das war das Gemeinste, was ich jemals in Hearthstone gesehen habe. Wer denkt sich denn sowas aus? Die kleine Miezekatze vor allem, die war doch so niedlich. Wer macht denn sowas? Entfesselt mich! Frier. Was? Warum denn? Ich mag nicht mehr. Nett, dass ihr mir Gesellschaft leistet. Was macht denn der Stab von Atiesh, nachdem er ein... Er ein Zauber gewirkt. Wirklich, aber nicht wirkt. Zählt das auch indirekt? Ja, krieg ich natürlich ein Geheimnis. Ja, fuck you, Geheimnis. Kaufen oder verkaufen? Ich gewinne immer. Voll. Was? Ich dachte, ich kriege Ansturm. Kriege ich jetzt irgendwo eigentlich mal ein Spell durch irgendwas? Ysera kann ich nächste Runde ausspielen. Ja, natürlich kriegen alle +1/+1. Warum auch nicht? Jetzt muss ich den blöden Mal'Ganis loswerden. Oder ihn einfach silenzen. Heureka! Heureka! Ich hab den Bogen raus. Okay. Ich jage Alarm. Das war's. Dunkelheit. Sieh auf. The fuck? Warum macht er das? Benötigt ihr einen Segen? Heute muss ich keine Prinzessin sein.
Ich träume und die Welt erzählt. Warum ziehe ich denn? Heute muss ich keine Prinzessin sein. Ich gehe mal das Risiko nicht ein. Ich möchte jetzt eine Traumkarte von Ysera bekommen. Gleiche Kosten ist auch super. Null Mana-Minion. Was denn für ein Siegelscheiß? Alter, was geht? Die Miezekatze schon wieder. Lass mal die Miezekatze in Ruhe. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Heute muss ich keine Prinzessin sein. Nice. Ich träume und die Welt erzittert. Was? Ersetzt durch. Ersetzt die Chaos? Ersetzt was durch was? Ysera ist gar nicht so schlecht. Ich frage mich, ob... elendig verenden. Zeit ist fast um. Ich habe große Pläne. Nein, ich wollte noch Sachen probieren. Ich wollte ihn halt bis auf 2 runterschießen. Mir nur meine Ability übrig lassen und dann noch ein bisschen das Glücksrad drehen. No. Ja, das ist schon witzig, weil einfach totaler Quatsch passiert, aber da kann man auch einen Stream angucken. Mit selber klicken hat das nicht viel zu tun. Aber naja, meine ich kenne so viele Sachen auch überhaupt nicht, die inzwischen rausgekommen sind. Man merkt das halt total. Meine Fresse, ey. Das war's. Wir haben 30 Packungen. Ich muss demnächst mal ein Pack-Opening machen. Aber das hebe ich mir noch ein bisschen auf, bis ich auch ein bisschen schnalle, was ich bekommen kann und worüber ich mich freue und was nicht. Das muss ja auch spannend sein. Wie gesagt, ihr könnt ja mal ein bisschen eure Meinung dazu abgeben, ob ich mich erst auf die Ladder oder erst auf die Arena ein bisschen konzentrieren soll. Ich muss wieder ein Spiel zurückfinden und werde mal ein bisschen schauen, was es für Karten gibt. In der Ladder will ich, weiß ich nicht, ob ich dann Wild oder Standard anfange. Wahrscheinlich Standard und muss dann erstmal ein bisschen was nachholen.
Und Arena, ist Arena immer Standard? Wahrscheinlich. Und dann muss ich jetzt ein bisschen was lernen. Saye fragt, ob ich genug Karten für die Leiter habe. Wahrscheinlich nicht für Standard. Ja, das kommt noch dazu. Vielleicht müsste ich ein bisschen wild spielen, um auch ein paar Karten zu bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Oder ich muss ein bisschen nachlesen, welche aktuellen Decks, also welche Decks im aktuellen Meta funktionieren. Vielleicht im Standardformat, die aber nicht so viel neue Karten brauchen. Ja. Aber wir können mal kurz gucken, hier meine Sammlung. Na, wilde Sets, Standard-Sets. Basis und Klassik natürlich. Ja, da habe ich recht viel. Gadget-Zahn. Habe ich eine Karte. Geil. Anscheinend. Unguru. Auch nur eine Karte. Habe ich da so wenig aus den... Ja, aus den neuen Sets habe ich halt nicht so wahnsinnig viele Karten, ne? Da sieht es schon ein bisschen besser aus. Aber da fragt halt keine mehr nach. Ich will halt keiner mehr wissen, was für Karten ich da habe. Basis. Aber ja, trotzdem könnt ihr sagen, was sich anbietet. So ein paar Sachen kann ich ja schon craften. Ich habe ja auch ein bisschen Staub. Ich habe ein bisschen Gold, um was zu kaufen. Oder ich spiele erstmal Arena. Kann auch sein. Muss ja aber gucken, was das aktuelle... Also müsste ich auch erstmal wieder schneiden, wie das funktioniert, sonst verballere ich da auch nur mein Gold. So einfach ist das nicht. Könnt ihr doch zumindest eure Vorlieben mal raushauen und ich gucke mir es ein bisschen an. Tickbetrüger, ich habe irgendwas immerhin. 0,7 plus 1 Zauberschaden. Sachen gibt's. Ach ja, gar nicht so einfach in Hearthstone wieder reinzukommen. Es wird noch ein bisschen dauern. Nachdem man so lange Pause gemacht hat. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Und wie gesagt, das Solo-Abenteuer und dann zwischendurch Kartenchaos macht den Einstieg leichter. Man kriegt wieder ein Gefühl. Bisschen für die neuen Karten. Man lernt sie zumindest mal kennen, was ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Painhausmann, ich könnte die alten Karten disenchanten, dusten und damit was Neues machen. Aber das ist ja auch... Nein, ich duste doch nicht meine alten Karten hier. Was ich das Schönes hab. Hier Gold. Noch mehr Gold. Die will man doch noch. Vielleicht will ich die irgendwann. Das ist halt meine Sammlung. Ist jetzt nicht wie bei Magic, dass man die dann irgendwo in der Schublade hat und man bergeweise Karten. Das sieht natürlich eindrucksvoller aus, als wenn die nur hier virtuell da sind. Ist ja klar. Aber... Wenn man irgendwann mal nur aus Gag irgendwelche wilden Sachen spielen will, ich bin ja auch eher so ein wilder Typ, da will man auch mal die wilden Sachen spielen. Also wenn man darauf mal Bock hat, ist ja blöd, wenn man die ja nicht mehr hat. Irgendwie finde ich das blöde. Also zumindest aktuell nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Dust auch, das geht schon noch. Hier, so ein schöner Plinktron. Goldene Teufelshäsche. Und so. Das große Turnier. Goldener Flammenjongleur. Was haben wir denn noch so? Irgendwas. Was haben wir denn an Legendary-Karten? Kann ich das nochmal ein bisschen. Kann ich nicht auch nach. Danach sortieren? Hier. Legendary Golden. Geiler Scheiß und so bestimmt. Ist viel wert, meine Sammlung. Kann ich mal auf eBay verkaufen, meine Kartensammlung, den schwarzen Lotus. Dann bin ich Millionär. Naja. Also es war auf jeden Fall trotzdem wieder spaßig heute. Ich werde mal gucken, was man demnächst... Wie viele Kartenrücken gibt es denn inzwischen? Und warum habe ich die alle nicht? Ja, ich weiß, warum ich die nicht habe, aber es ist ja... Welche habe ich denn? Dafür habe ich alte Kartenrücken, die halt die neuen Spiele nicht mehr bekommen. Was ist denn ganz cool? Katakomben sieht ganz geil aus. Das ist Favorit, das habe ich aber nicht selber ausgewählt. Liebe liegt in der Luft. Exodar, Turniergelände, Dunkelspieler. Turniergelände sieht ganz cool aus. Ninjas Cupcake, Ragnaros.
Mondfest, Marat, Gnome. Molten Core sieht auch noch ganz cool aus. Winterhauch. Onkel Erika möchte auf jeden Fall mehr Hearthstone auf den Kanal. Das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, ich schaue mal ein bisschen, was man da so macht. Also hier sind auch so ein paar Schulen dabei, durchaus zwischendurch. So oder so, jetzt verabschiede ich mich erstmal. Sonst wird es schon wieder so spät. Vielen Dank fürs Zuschauen, es war sehr, sehr schön. Heute, der ganze Tag war toll. Divinity 2 war wieder der Hammer. Dota hatten wir ein paar interessante Spiele, aber auch ein paar gute Spiele. Das ist bei Dota immer so hin und her. Trotzdem auch ein paar gute Spiele dabei. Und Hearthstone hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, auch sehr entspannend. Dann schaut demnächst wieder rein, sei es hier auf Twitch oder eben auf YouTube. Freut mich auf jeden Fall. Euch eine gute Nacht, schlaft gut und bis bald.